Was an? Der Gerät? Ja. Einen ganz, ganz wundervollen guten Morgen wünsche ich euch und einen schönen Vatertag. Letztens habe ich mich ja vertan, da war ja kein Vatertag, da war ja hier Tag der Arbeit. Ne? Ja, wir stehen jetzt hier vor unserem, endlich vor unserem wunderschönen T3 Wasserboxer Automatik Camper, den ich geholt habe mit meiner Frau vor 7 Monaten. Ne? Ja. Im Herbst haben wir den geholt. Ne? Mhm. Und ihr könnt euch daran erinnern, ich spiele euch jetzt erstmal was Kurzes ein, um euch daran zu erinnern, wie das Auto ausgesehen hat und wo wir den hergeholt haben mit zerlegtem Motor und so weiter und so fort. Ich mache aber zu diesem Auto auch nochmal eine Playlist. Ja, okay. Ja, Nico, hast du wieder was zu tun, ne? Ja. Was? Ja gut, ne? Ist aber nur auf den ersten Blick schlecht. Ah, da steht der hässliche Vogel, ist ein bisschen viel Arbeit dran. Ja, was machen wir? Das ist wie gesagt die blaue Originalfarbe. Genauso machen wir den wieder. Das Grüne kommt natürlich weg. Stoßstange hinten kommt neu. Hier haben wir ein bisschen was zu spottern. Da ist hier haben wir ja einen Kolbenring, noch einen Kolbenring und da ist der Ölabstreifring und der ist gebrochen. So, und das ist eigentlich der Hauptgrund. Ansonsten sehen die Kolben wirklich, wirklich neuwertig aus. Wirklich wie 80.000 Kilometer. Heute wollen wir euch aber endlich mitnehmen zu der ersten Ausfahrt. Es ist wunderschönes Wetter, wir haben alles fertig, Motor, alles, Gasanlage, alles drin und ich mache jetzt mit euch zusammen die erste Probefahrt. Und ja, ich finde, er ist doch wirklich gelungen. Aber dazu zeigen wir euch gleich richtig, wir machen euch natürlich eine Roomtour, zeigen von euch von außen alles und während der Fahrt erzähle ich euch noch ein bisschen was zu dem Auto. Aber jetzt fahren wir gemeinsam erstmal tanken, Gas tanken. Und so ein bisschen unkompliziert fahren, da steht so ein komisches Elektroauto im Weg. Immer diese Elektrofahrer, ja? Ja. Ich muss erstmal den Adapter noch holen. Ja, ihr habt schon im Vorvideo gesehen, den Gastank hat Ritchie vorne unten drunter gebaut. Da haben wir einen 50 Liter Gastank. Und das ist ein sogenannter ACME. Auf. Guck mal, hinter dir. Guck mal. Hi. Mizi. Was machst du denn hier? Komm mal her. Das ist die nachts immer die Kamera anmacht. Komm, wir tun dir nichts. Ist gut. Ja, zurück zum Thema, auch wie süß, ne? Oder? Obwohl Katzen nicht meine Haustiere sind, so wirklich, aber wehtun würde ich ihnen trotzdem nicht. 21,8 mm auf ACME bedeutet, dieser hier geht auf einen sogenannten HK-Flacheinzelschutz drauf. Lennart Ritchie, an Original angelehnt, hier dran gebaut. Wir haben ja gar keine roten Nummern dran. Müssen wir gleich noch dran schrauben. Ja. Ja, müssen wir mal sehen. So, schrauben wir den mal dran hier. Zapfpistole. Bisschen Gas wird drin sein. Ritchie macht immer so Erstbeflug irgendwie 10 Liter oder so. Und dann gucken wir mal, wie viel reingeht. Soll ich da jetzt so muntere Musik hinter einspielen oder soll ich in der Zeit ein bisschen singen? Was? Oh. So,
18 Liter haben nur reingepasst, war gar nicht so viel. Aber ich sage nur, ein 50-Liter-Tank, also werden so irgendwie so 40, wenn man ganz viel Glück hat, ja, so 40, roundabout 40 Liter reingehen. Ne? Und das ist das, wo jeder Gastankfahrer sich drüber freut und Frauen immer erschreckt. Ja, ganz normal, das Gas, was im Kopf steht, das flüssige Gas, was dann expandiert. ACME-Adapter runter, Klappe zu, Schüssel rum und los geht's! So, jetzt geht's aber wirklich los. Nummernschilder sind dran und meine ganzen Hände sind hier wieder voll Wachs. Die habe ich da so erstmal mit Kabel, bin dann an die Stoßstange getüdelt, aber Nico hat es wieder ganz gut mit Wachs gemeint. Ne? Ja, als allererstes herzlich willkommen in unserem endlich nach 7 Monaten fertiggestellten T3. Geschichte zu diesem Auto folgt gleich. Als allererstes will ich euch zeigen, wo wir den Umschalter hingemacht haben. Hier haben wir den Prinz-Umschalter für die Gasanlage. Und ihr könnt jetzt mal hören, ich halte jetzt mal ganz kurz meine Klappe, auch wenn es mir schwerfällt. Jetzt läuft er auf Gas. Jetzt auf Benzin, es hört sich genauso an und er schaltet unmerklich wieder auf Gas zurück. So, das ist der Vorteil eben halt daran, dass das ein 2,1 Liter WBX ist, mit, schon mit einer, ich glaube, das ist die Bosch Digifund, heißt die, glaube ich, die simultan arbeitet. Ne? Ja, schön, ich bin hier auf, hier haben wir schön Automatikgetriebe drin und jetzt geht's los. Ah, auch Leistung, ne? 2,1er Wasserboxer, ich glaube 100 PS oder was der hat, die Automatikgetriebe. Das ist eben halt, sage ich jetzt mal so, der Hauptvorteil zu diesen ganzen anderen Diesel, die man sonst so hat oder irgendwie, keine Ahnung. Ach, das sind die Bremsen. Die Bremsen, die sind jetzt noch ein bisschen rostig, die schleifen noch ein bisschen. Erste Fahrt halt, ne? Ja, und man kann mit dem eben halt alltäglich ganz gut so durch die Gegend fahren, ohne dass es so langweilig ist. Die gibt es ja als 1,6er Diesel, so mit 70 PS, das ist ewig der Motor kaputt, gibt es ewig nur Motorprobleme, weil er eben zu warm wird da hinten drin. Oder eben halt diese Luft, die ist, die eben halt so wenig Leistung auch haben und unheimlich viel saufen. Ja, dieser hier wird ein bisschen sparsamer sein, auch kein absolutes Sparwunder, sag ich mal. Ne? Aber durch die Gasanlage natürlich auch völlig erträglich, sag ich mal. Ne? Und dazu, ihr seht es hier, Automatikgetriebe, ein absolut wunderschönes Cruisen, ohne sich kaputt knüppeln zu müssen. Ne? Wir haben Captain Chairs drin, linke Seite, rechte Seite, alles hier schön Armstützen, Beifahrerseite auch. Und ja, hinten machen wir gleich, wenn wir gefahren sind, für euch erstmal Roomtour. Ne? Ja, was ist mit diesem Auto? Die Geschichte zu diesem Auto ist, ich habe den gesehen, der stand da irgendwie bei dem jungen Mann, wo ich den gekauft habe, irgendwie 10 Jahre rum, der hat den wohl auch irgendwie gekriegt, mit zerlegtem Motor. Da war ja ein Ölabstreifring gebrochen. Habt ihr alles? Ich mache eine Playlist dazu. Und das Ganze, wenn euch das Ganze von dem Fahrzeug interessiert, wo wir ein bisschen was habe ich ja schon ganz kurz eingeblendet, für die Leute, die nicht alle Videos gucken wollten. Ne? Und ja, war ganz, ganz furchtbar. Also die Substanz war mega, mega super gut. Wir mussten ja den ganzen Auto auch nicht ein einziges Blech einschweißen. Ist eigentlich, sage ich jetzt mal so, ungeschweißter Originalzustand. Aber ja, sah ganz, ganz furchtbar aus. Da hatten sie ja unten grün, oben blau, grün und blau schmückt die Sau. Ihr wisst es ja, ganz schrecklich. Oder irgendwelche Mercedes-Radkappen drauf und rundherum natürlich angekarrt, hier angefahren, da angefahren. Ganz, ganz schlimm. Ne? Und Motor zerlegt, lag natürlich im Kofferraum. Ne? Ja, so habe ich und meine Frau und ich, bin auch doof, meine Frau und ich den eben halt geholt. Und Nico hat sich erstmal schön an die Karosserie gemacht. Ich habe mich dann nebenbei mit Richie an den Motor gemacht und Nico hat nachher auch noch ein bisschen was gemacht. Kleine Gemeinschaftsproduktion, aber jetzt ist er endlich fertig. Ein paar Kleinigkeiten waren noch vorne, die Staubschutzblecher an den Bremsen waren irgendwie weggegämmelt. Die Bremsschläuche, Bremsleitungen waren ziemlich angegämmelt, die mussten wir noch neu machen. Einiges, ja. Er hat von außen absoluten Neulack gekriegt, den Motor. Ja, der Lack war viel Arbeit, weil rundherum viele Kratzer, kleine Dellen und sowas waren. Hat Nico eigentlich alles so sehr gut rausgekriegt, der sieht ja auch gut aus. Ne? Motor haben wir, wie gesagt, dann komplett zerlegt. Die Laufbuchsen ordentlich vermessen, alles im Toleranzbereich. Die Laufbuchsen schön durchgehoben, neue Kolbenringe drauf gemacht, die Zylinderköpfe zerlegt, Ventile neu eingeschliffen, alles gemacht, zusammengebaut. Und was muss ich sagen? Guck mal auf den Tacho. Wir haben jetzt hier 70 und jetzt trete ich hier mal rein. Er schaltet runter, Kickdown funktioniert. Jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Gas runtergegangen. Er beschleunigt wirklich, wirklich sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir schon wieder 90. Bis 100 dürfen wir nur. Ansonsten gibt es wieder eine Anzeige von irgend so
selbsternannten Anzeigenhauptmeister, der ja irgendwie auf YouTube immer unsere Videos mitguckt. Und er fährt wirklich sehr, sehr schön. Er fährt unheimlich schön geradeaus, er bremst gut, schaltet gut, Leistung ist voll da. Und ja, wir treten jetzt mal ein bisschen, wir fahren jetzt mal so 100. Das Schöne ist, er ist wirklich sehr, sehr leise. Nicht wie bei so einem Dieselmotor, der sich dann irgendwie schon bei 100 Stundenkilometer komplett totläuft, ist eine wirkliche Katastrophe. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir hier wieder ein schönes, was gibt es denn da noch so zu sagen? Ja, Standheizung hat er. Ach so, ja, interessanterweise, viele Leute, die sich ja mit T3 auskennen, die haben gesagt, Armin, das ist bestimmt ein Behördenfahrzeug gewesen. Und ich habe dann auch nachgesehen. Ich kann es leider nicht nachzuvollziehen. Die Historie ist nicht lückenlos bei dem Auto. Also ich habe den neuen Fahrzeugbrief mit dem Schein schon. Es war 10 Jahre abgemeldet, aber die neuen Sachen nehmen halt schon. Und da steht dann drin halt vierte Hand. Ich gehe aber davon aus, dass es wirklich eine Behördenausstellung gewesen ist, weil diese leistungsstarken Wasserboxer mit Automatikgetriebe war eigentlich so Polizei, THW, Katastrophenschutz, wie auch immer irgendwas. Ne? Naja, und danach wird er dann Behörde ausgemustert an private Hand gegangen sein. Und dann haben die eben halt dieses teure Tela-Hochdach drauf gebaut. Das ist wirklich mega, mega hoch. Das macht auch viel Arbeit. Drauf gebaut, diese wunderschöne Camping-Innenausstattung, die leider keine Küche besitzt. Also ist kein Kocher da. Man kann das sich natürlich auch so kleine Gaskartuschenbrenner, wenn man eben halt so richtig Wildlife machen will, benutzen. Vorteil ist natürlich, man hat auch keine Gasprüfung zu machen und man muss da nicht drauf achten. Ne? Ja, er hat jetzt die ganzen Schränke alles drin, er hat einen schönen Tisch drin, wie so ein Multivent, kannst du ja schon mal hinten, obwohl, das machen wir ja dann. Ne? Das machen zeigen wir dann. Ne? Stellen wir nochmal rein, wir zeigen noch rundherum und ich mache dann auch gleich schöne Fotos von Kleinanzeigen. Ja, meine lieben Leute, es ist nicht, es stimmt schon, es hat einer gesagt, ja, es ist ja noch ein verbastelter Bus und alles zusammengesucht. Ja, das ist es. Aber er ist trotzdem alltagstauglich, er ist sinnvoll, er ist gut gemacht und er hat alles. So, was will ich denn mit einem Blechrohr Westfalia von 1982, wenn der alte Luftboxer noch da drin ist, er nicht gescheit heizt und keine Leistung hat, läuft wie ein Loch, ewig ausgeht, Vergaserprobleme und so weiter und so fort. Das hier ist alltagstaugliche Endgeneration. 89er ist das. 90 kam ja der T4 auf den Markt. Ne? Und von daher ist natürlich auch der Korrosionsschutz wahrscheinlich auch bei dem schon besser gewesen. Ich habe das bei VW allgemein erlebt, dass so 89, 90 ist da alles viel, viel besser geworden. Ne? Was Rost und sowas betrifft. Ne? Ja, er fährt schön, erste Probefahrt, oder er bremst fantastisch, er schaltet von den Getrieben, super. Nicht schalten zu müssen in so einem Oldtimer ist doch wirklich schon Luxus. Ne? Oder schaltet doch schön, schaltet von dir, merkst du gar nicht. Ne? Super schön. Ne? Ja, ehemaliges Behördenfahrzeug, liebevoll auf Camper umgebaut und ja, dann ging irgendwie der Motor dann mal irgendwo so langsam in die Dutten, irgendwann dann vielleicht mal ein bisschen Öl. Öl verbrannt und hinten raus geräuchert oder sowas. Und dann haben sie wohl gedacht, sie können sich den irgendwie selber machen, aber nie dazu bekommen und was nicht alles. Ja, und dann kamen wir. Motor gemacht, Karosserie gemacht, einmal neu lackiert, Felgen gesandstrahlt, Silber lackiert, schöne neue Reifen drauf gemacht, Bremsen überholt, eine schöne Prinz VSE 2.0 Gasanlage reingebaut, damit das Fahrzeug super wirtschaftlich zu betreiben ist. Jetzt überlegt euch mal, so ein Auto, der kriegt natürlich H-Kennzeichen, ist klar. Neue TÜV kommt jetzt noch drauf, H-Kennzeichen drauf. Dann bezahlst du für so ein Auto irgendwie 50 Euro Versicherung im Jahr, ich glaube 190 Euro Steuern im Jahr. Naja, und du fährst auf Gas, ne? Und hast einen richtig schönen Retro-Camper. Was will man mehr und wo gibt es sowas? Natürlich nur im Nagelstudio. So, jetzt sind wir erstmal gleich wieder. Ich will gleich nochmal die Beschleunigung zeigen. Hast du gesehen, wie der gerade schön weggefahren ist? Na, ich halte jetzt gleich nochmal an und wir zeigen nochmal, wie der anfährt hier. Da hinter uns ist kein Auto und wir zeigen, wie er fährt. Ist sehr angenehm, oder? Durch diese Captain Chairs, die Sitze sind sehr bequem, auch in super Zustand. Das sind, glaube ich, so Multi-Win-Sitze und so. Ja, stimmt schon, er ist schon ziemlich zusammengebastelt irgendwie so, aber alles sehr schön, sehr sinnvoll, alles zeitgerecht und deswegen habe ich auch eigentlich keine Sorgen wegen dem Haken. So, Blinker links, hinter uns ist keiner, jetzt treten wir hier mal rein. Das Getriebe jault, ist normal. Zweiter Gang, jetzt haben wir schon 50 und es kommt gleich auch noch einer, ich glaube das ist ein Dreigang Automatikgetriebe. Ja, jetzt haben wir schon 70 Stundenkilometer und jetzt kommt der dritte Gang und cool. Du ruderst dich jetzt hier nicht,
zu tun, sondern du kannst richtig schön damit Nordsee, Ostsee, Kroatien, wo auch immer, hincruisen mit deinem neuen Nagelstudio-Mobil. Ne? So, jetzt sehen wir uns auf unserem Lieblingsplatz. Wir zeigen euch von innen, von außen, machen Fotos für Kleinanzeigen und sage jetzt auch gar nichts mehr. Sonst sagst du, ach doch, ich quatsch gleich sowieso noch. Ne? Ja, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Vatertag und Kleinanzeigen-Link packe ich hier oben drunter. Erzähle ich wahrscheinlich auch gleich nochmal. Bis gleich. Nummernschilder will ich noch eben abmachen. Nummernschilder auf Fotos sehen doof aus, ne? Schmeiß ich jetzt mal vorne rein. Los, ne? Ja. Kabelbinderreste lassen wir hier natürlich nicht liegen. Wir sind ja umweltbewusst. Ne? Lass die Kamera die ganze Zeit laufen? Ja. Echt jetzt? Ja. Gut, okay. Ja, meine Lieben, jetzt zeige ich euch mal von innen. Es ist noch nicht alles hundertprozentig endgereinigt. Aber ihr guckt, Sitze sind wirklich schön. Captain Chairs auf beiden Seiten. Ne? Hier so ein bisschen Zusatzinstrumente. Funktionieren eigentlich auch alle. Standheizungsschalter habe ich da gefunden. Funktioniert auch. Hier ist noch eine Leselampe. Hier kann man noch hier Kartentischklappen, interessante Geschichte und Konfiguration. Ne? Ja, machen wir mal. Machen wir hier mal auf. Ich glaube, das sind Multivan-Sitze. Ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Da oben noch Staufach. Da oben schöne Pioneer-Lautsprecherin. Da vorne haben sie auch in den Türverkleidung Pioneer-Lautsprecherin. Ist natürlich nicht so schön, sag ich. Ne? Aber ist auch kein Baujahr 80, sondern das ist Baujahr 90. Und da gehörte das alles zum guten Ton. A, irgendwelche Lautsprecher irgendwo reinzubauen. Und B, man kann sie natürlich auch gut benutzen und man hat einen guten Klang im Auto. Ne? Da hier in der Türverkleidung sind die auch noch drin. Kann man schlicht sein. Was mich jetzt mal interessiert von den Leuten Opala, warum ist denn hier die Schiene raus? Ja, also ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch mal. Was mich jetzt mal interessiert von den Leuten, die Ahnung haben, warum hat der Ausstellfenster? Ich meine, das war doch irgendwo so Mitte 80, glaube ich, vorbei. Da hatten die keine Ausstellfenster hier mehr. Ne? Das wundert mich wirklich. Sagt mir mal bitte, warum der... Steht hier kein Baujahr drin? 8 steht da drin. 88? Ja, 88 gebaut. Ich dachte, das wäre Mitte der 80er vorbei gewesen, Ausstellfenster. Das ist egal. Schreibt es mal unten rein. Das ist das Schöne an YouTube, dass viele Leute, die noch mehr Ahnung haben als ich, ist natürlich auch nicht viel dabei, aber und das ganz genau wissen, die Historie. Ja, meine Lieben, schaut mal euch an, wir haben neu gemacht. Ich mach mal die Tür wieder zu, sieht schöner aus, ne? Sag mal was dazu. Schön? Wir haben neu gemacht, Stoßfänger vorne, Reifen, Felgen, Gesamtstreik lackiert, neue Radkappen drauf, Stoßfänger hinten. Komplett neu lackiert. Alles andere haben wir schön in schwarz wieder wundervoll gemacht. Das Dach runterbauen war vielleicht eine Scheiße, aber das mussten wir irgendwie runterschneiden. Haben es auch geschliffen, weiß lackiert, Klarlack drauf gemacht, oben wieder eingeklebt, dass das auch ordentlich sauber eingeklebt. Man sieht das auch hier oben. Da hat Nico sehr lange für gebraucht, diese Naht hier zu machen. Okay, man sieht die Naht, aber es bleibt dafür aber auch für immer dicht. Da ist richtig viel Material drauf gegangen. Ne? Ansonsten, ihr habt es gesehen, Motor läuft prima, Getriebe läuft super, alles ist schön. Jetzt kommt noch TÜV drauf, Hakezeichen drauf, Gasanlage wird noch eingetragen und er geht jetzt bei Kleinanzeigen rein,
Link mache ich unten drunter. Sagt mir mal bitte, was bekomme ich für das Fahrzeug? Rein rechnerisch, wir haben wirklich 7 Monate an dem Auto gearbeitet. Er war auch nicht billig im Einkauf. Ich habe für das Auto irgendwie bezahlt 4,5 oder sowas so in dem Drehschatz. So ungefähr 4,5 als Rohling. Und jetzt haben wir 7 Monate dran gearbeitet, viel Geld, viel Material, viel Zeit reingesteckt. Bisschen TÜV noch drauf. Gasanlage allein kostet schon 200.000 Euro. Ich träume von 25.000, fairen 25.000 Euro. Vor einem Jahr war das auch noch gut möglich. Momentan haben wir ein bisschen schwierige Zeiten. Macht mir bitte ein faires Angebot, wenn ihr Interesse an dem Fahrzeug habt. Und ja, vielleicht wird man sich ja auch schön einig. Vor Inzahlungnahmen schrecke ich auch nicht zurück. Und vor Fahrzeug wegbringen, zu euch bringen, schrecke ich auch nicht zurück. Mache ich auch gerne, dass ich euch den ausliefere. Nur nicht mit so einer Aktion wie letztens da mit dem 123er. Ne? Also da müssen wir dann vorher schon so ein bisschen die Regeln klar machen. Ne? Ja, okay, was gibt es sonst noch zu zeigen? Ihr meckert bestimmt im Video, wenn ich irgendwas vergessen habe. Das war's eigentlich, ne? Wünschen euch noch einen schönen Vatertag. Trinkt nicht so viel und kommt heile nach Hause. Legt euch nicht besoffen auf die Klappe und so weiter und so fort. Das weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Tschüss.